Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video zu World of Warships. Wie auch schon in das Video zu World of Tanks, entsteht dieses Video in Kooperation mit den Entwicklern von World of Tanks bzw. World of Warships, also Wargaming, und ist dementsprechend eine Produktplatzierung. Ich bin ja immer eigentlich komplett transparent, was sowas angeht. Ihr findet in der Videobeschreibung einen Link, wenn ihr euch anmelden wollt. Das Ganze ist free to play und ihr könnt hier einfach so ein bisschen spielen, wenn ihr da Bock drauf habt. Wie auch schon bei World of Tanks gibt es hier einen Code, den ihr einlösen könnt, um ein paar Premium-Sachen zu bekommen, und dieser Code nennt sich diesmal I Love Warships. Dort bekommt ihr 7 Tage Premium, 500 Gold und das Premium Ship Diana Tier 2. Also, ich hoffe mal, relativ cool. Ich würde sagen, wir starten jetzt dann gleich wieder. Heute machen wir das Ganze mal umgekehrt. Das heißt, wir starten mal mit einem dicken Schiff, gehen dann ein bisschen runter, um zu gucken, wie da der Unterschied ist. Ich habe gerade schon ein paar Runden gespielt, um so warm zu werden. Die liefen eigentlich ganz gut. Die eine Runde hatte ich irgendwie knapp 40.000 Damage. Also, ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich weiß es nicht. Das Schiff, das wir hier haben, hat 45.000 Leben, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Also, eigentlich sehr viel. Bin nicht sicher, wie viel die anderen dann so haben. Aber es ist halt super langsam. Aber trotzdem hat es sehr viel Spaß gemacht. Also, ich würde sagen, wir benutzen mal dieses Schiff. Was ist das? Die Ishihitsuri. Und gucken mal, was wir damit in dieser Runde zu erreichen. Gefecht, go! So, ich würde sagen, wir starten das Gefecht. Wir spielen ja jetzt gerade ein Schlachtschiff. Also, so, ich würde sagen, so mittlere Größe. Und ihr seht, wir haben 45.700 Leben. Also schon einiges. Ich denke, eins Größe ist dann nur noch ein Flugzeugträger. Und danach spielen wir mal ein Kreuzschiff und einen Zerstörer. Und gucken mal, was dann so abgeht. Flugzeugträger wäre eigentlich auch noch cool. Vielleicht schaue ich mir den auch noch an. Und ich würde sagen, wir gehen zu C. Hoffentlich. Letzte Runde lief das ganz gut. Wir nehmen einfach mal den Autopiloten und driven hier hin. Aber dann nicht Vorsicht pingen, sondern wir fahren einfach mal hier hin. So, let's go. Autopilot, bring uns sicher zu unserem Ziel. Oh Leute, ich habe wieder abgebrochen. Nee. Okay, wie es aussieht, geht ein Großteil meiner Teamkameraden auf B und A. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht komplett alleine auf C. Ich finde, das Schiff ist super stark. Also zumindest war es letzte Runde so. Ich konnte einen 1v3 gewinnen. Also ich war Full HP, die Gegner nicht alle kompletten. Das waren die letzten drei. Und man konnte die locker killen mit dem Schiff. Und die haben mir gerade mal so 20.000 Damage oder so gemacht vielleicht. Und ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass man hier so, wenn man reinzoomt, eigentlich wie so ein Mast hat natürlich oben drauf. Also als würde man sich oben auf dem Mast stellen, dann eben so einen Ausguck haben. Kann man sehr gut über die Berge und sowas gucken. Das ist ziemlich cool. Und dann vielleicht auch schon das eine oder andere Gegnerschiff hier drüben ausspähen. Aber bis jetzt sieht noch alles relativ clear aus. Hier eigentlich auch, oder? Ja, man sieht noch gar nichts bis jetzt. Ich bin mal gespannt. Ruhe vor dem Sturm, würde ich einfach mal behaupten. Und da drüben ist schon ein Schiff. Ich weiß nicht, ob das in meiner Reichweite ist. Wir können es einfach mal probieren. Wir haben schon mal geschossen. Vielleicht treffen wir ja sogar von hier. Das wäre auf jeden Fall ziemlich krass. In meiner Reichweite müsste er sein, ne? Ja, doch. Oh, das ist sehr knapp. Jawohl, im Brand gesteckt und getroffen. Das ist sehr cool. Wir lagen gerade nach. 10 Sekunden, dann können wir gleich nochmal schießen. Wir halten mal so ein ganz minimal bisschen vor. Und dann gucken wir mal, ob das von hier aus klappt. So. Let go. Schüsse feuern ab. Oh nein, der wendet genau jetzt. Aber das könnte gut für uns sein. Yeah, boy! Auswähle Zieltreffer 3 und in Brand gesteckt. Sehr gut, okay. Aber jetzt haben wir eh direkten Kontakt auf ihn. Ich hab leider gerade nicht so die Super Map Awareness. Ich weiß nicht, ob vor mir ein Gegner steckt. Das wäre auf jeden Fall sehr doof. Alter, Musik so spannend, Mann, was ist denn da los? So, und wir laden nach. Let go. Nächster. Shit, das war viel zu weit nach hinten. Oh Gott, er ist. Na, der ist ein bisschen sehr viel schneller als wir. Okay, also nächstes Mal halten wir einfach. Oh, er ist tot, okay. Nevermind, dann hat sich der Feind erledigt, das ist sehr gut. Okay, wir fahren einfach mal nach vorne. Wir können ja Punkt C einnehmen, wir bekommen Punkte, wenn wir, also so ähnlich Capture the Flag Style. Wir bekommen ja Punkte, wenn wir die Punkte einnehmen. Also A, B und C, 3 Punkte alle 5 Sekunden. Was eigentlich relativ cool ist. Dementsprechend werden wir das einfach mal machen. Aber der könnte fast in meiner Reichweite sein. Sollen wir einfach mal ausprobieren? Ne, lieber nicht. Komm, wir düsen jetzt erstmal hier rüber. Und dann fighten wir gleich mal von dort. So, und da sind wir in C drin. Jetzt müssen wir natürlich nur noch von hier so gesehen. Oh Gott, gucken wir, ob wir das schaffen, hier vorne noch zu bremsen. Jetzt müssen wir natürlich nur den Punkt hier halten und möglichst andere Schiffe bekommen. Der fährt straight auf mich zu. Das heißt, ich könnte ihn mit ein bisschen Pre-Fire sogar bekommen. Theoretisch. Mal gucken. Die Schiffe. Ah, ne, okay, er dreht nach links. Aber okay. Dann ist das natürlich nicht so gut. Okay, C gehört uns. Das heißt, wir bekommen jetzt 3 Punkte alle 5 Sekunden. Und versuchen jetzt einfach mal so ein ganz kleines Stückchen nach vorne zu fahren. Wir fahren einfach links an dem Ding vorbei. Ich wollte jetzt rechts vorbeifahren, aber das ist eigentlich egal. Okay, jetzt ist der Kollege, den wir gerade töten wollten, eh tot. Also können wir uns jetzt nur noch um den Rest kümmern. Wir versuchen einfach mal in C zu bleiben. So, wenn wir hier bleiben, dann können wir komplett auf B blicken. Das wäre also sehr gut. Ich wurde entdeckt. Von wem? Oh, von ihm, von dem hier drüben.
Oh nee, das ist nicht so gut. Richte die Geschütze aus, mein Freund. Der hat ziemlich weit vorgeschossen, glaube ich. Ja, zum Glück. Okay, Geschütze sind fast da. Er fährt auch straight auf uns weiter zu. Das heißt, das sollte ein richtig guter Treffer werden eigentlich. There we go. Wir konnten nur mit 1 und 2 schießen. Treffen wir den? Ah, oh, so close, ne? Schade. Uh-oh. Da hat man nochmal ein bisschen Luck. What? Jetzt war das so weit vorne. Are you kidding me? Okay, pass mal auf. Wir fahren mal ein bisschen weiter nach vorne und nach rechts. Damit wir die anderen Geschütze auch auf ihn richten können. Dann können wir mit 5 gleichzeitig schießen. Geschützen zu schießen. So, let's go. 1 und 2 können wir auch gleich wieder abfeuern. Er hat uns getroffen. Wir haben ihn aber auch richtig gut getroffen. Okay. Okay, das heißt richtig gut. 2, die anderen sind ein bisschen vorbei leider. So, 3, 4, 5 sind wieder ready. 1, 2 sind auch wieder ready. Das waren gute Treffer. 2 Stück. Auf, 4 Stück. Yes. Und yes. Oh boy. Oh, der war wieder geil. Der war sick, der Treffer. Da kommen sogar Torpedos gerade an von unseren Teammates. Hoffe ich. Oh mein Gott, er hat so gefressen, er ist fast down. Vielleicht kriegen wir den Killer nehmen, das wäre sehr cool. Ich habe ihm den meisten Damage gemacht, glaube ich. Aber er verbringt gerade so langsam und elendig vor sich hin. Jetzt ist er down, schade. Okay. Aber immerhin, uns fehlt knapp die Hälfte an dem, weil wir können uns immer reparieren. Da ist der Letzte, wir gucken mal, ob wir ihn von hier aus treffen. Das wäre sehr cool. Er hat noch Hälfte seiner Leben, aber das war ein bisschen zu weit hinter, leider. Meine ich, oder? Maybe not. Oh, relativ knapp. Okay, da ist er down. Okay, das war eine sehr coole erste Runde, würde ich einfach mal sagen. Mal gucken, wie viel Damage wir gemacht haben. 32.000. Ah nein, das war Gold. 22.000. 16 Zieltreffer, einer erobert, ein Ausfall, 4-mal im Brand gesteckt. Das war sehr gut. Okay, ich würde sagen, wir gehen weiter zu dem nächsten. Da die Runden hier ein bisschen länger dauern, Eisen World of Tanks, machen wir jetzt nur noch eine zweite. Diesmal mit einem Zerstörer. Wir haben den Zerstörer Z52. Ist es, glaube ich. X, glaube ich, das Level, wenn ich mich nicht komplett täusche. Wir gucken mal, wie das Ganze jetzt so ausgeht. Hat natürlich nicht so viel AP. Ich bin gespannt, wie viele der gleich hat. Ich meine, 45.000 ist ja schon eine Ansage. Vielleicht hat der zu 15 oder sowas, hätte ich jetzt gedacht, weil er eben sehr manövrierfähig ist. Das heißt, sehr schnell. 20.000, okay, das geht auch noch. Und dann können wir mal gucken, was wir machen. Theoretisch würde ich auf C gehen. Ich denke, das ist so das Beste, was wir haben, weil C sehr viele kleine Inseln hat und mit so einem schnellen Schiff, das man leicht manövrieren kann, ist das hier wahrscheinlich die beste Gelegenheit. Mit einem dickeren Schiff würde ich wahrscheinlich ja entweder auf B oder auf A gehen. Wahrscheinlich auf A, weil B ja wirklich sehr offen ist, aber ich glaube, C ist für mein Schiff jetzt gerade am besten. Ich hoffe es. Können wir gleich sehen. Wir düsen uns einfach mal hier hin. Nee, das ist gut. Oh, Autopilot, let go. Okay, also das Erste, was auffällt, natürlich, das Schiff ist sehr viel schneller. Ich glaube, fast 10 Kammer oder 10 Knoten schneller. Wir haben nur 3 Geschütze, was aber okay ist, würde ich sagen, dafür, dass wir das haben. Wir haben das gleiche wieder vor, das heißt High Explosive und Panzerbrechend. Wir haben den hier, weiß nicht genau, was das dritte gerade ist. Wir haben eine Smoke-Granate, was sehr cool ist. Wir haben so einen doppelten Geschwindigkeitsboost und wir haben Ultraschall. Also mal gucken, was wir damit alles so erreichen können. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das Schiff jetzt so schlägt. Oder ob ich bei meinem Tank hier drüben bleibe, bei dem wir letztes Mal waren. Ist der hier schon in Reichweite? Müsste er eigentlich. Oh, mal gucken, ob wir den treffen. Aber sieht, obwohl... Und wir können sehr viel schneller schießen. Das fällt auch natürlich gleich auf. Lol, ist er jetzt hinter dem Ding gelandet? Oh, er hat uns auf jeden Fall getroffen. Wegen, glaube ich, noch... Oh, er ist hier, okay. Danke, dass er sich verraten hat. Aber er trifft uns gerade... Alter, er trifft uns gerade die ganze Zeit und wir haben ihn nicht einmal getroffen. Und mein Motor ist im Arsch. Oh, nee. Oh, mein Gott. Lol, von rechts. What the fuck? Kriegen wir den? Okay, wir haben ihn auf jeden Fall noch getroffen. Das ist sehr gut. Wir sind halt super schnell down mit dem Schiff. Das ist halt so das größte Problem. Und wir sind jetzt schon fast down. Also entweder töten wir ihn, bevor er uns tötet. Oder wir sind am Arsch, Alter. Oh, bitte ramme ihn und schieß ihn weg, hey. Jawohl, okay, sehr gut. Nee. Oh mein Gott, ich habe so ein Riesenproblem. Ich hoffe, die sehen mich jetzt gerade mal nicht mehr unbedingt super schnell. Okay, der ist auch down. Der ist außerhalb meiner Reichweite und der andere ist hinterm Berg. Der kommt aber gleich hier vor, genauso wie der da. Nee, der ist auch hinterm Berg. Ach du Scheiße, sind die ineinander gefahren? Okay, das geht natürlich auch. Okay, wir können wieder reparieren, dann können wir wenigstens wieder fahren. Okay, meine Torpedos sind auf jeden Fall cool. Ist er innerhalb meiner Reichweite? Könnte. Einfach mal ausprobieren. Könnte innerhalb meiner Reichweite sein. Aber not too sure. Wenn nicht, dann fahren wir einfach rein.
Das war ein Hit. Das war noch ein Hit. Das ist noch ein Hit. Ja, boy. Das ist sogar der letzte, auf den wir gerade ballern, ey. Sick. Theoretisch könnten wir panzerbrechende Munition benutzen, aber... Ich weiß nicht, ob das bei dem so sinnvoll ist. Wahrscheinlich eher auf dem Flugzeugträger, ne? Oder sollten wir es mal ausprobieren? Ich mache ihm nicht so viel Schaden gerade. Okay, einen kriegen wir wahrscheinlich noch rein, bevor er hinter dem Berg verschwindet. Hoffentlich. Yep, sieht gut aus. Oh, ich bin so dumm. Okay, reparier dich mal bitte. Dann düsen wir ganz kurz doppelte Geschwindigkeit irgendwo davon. Okay, ich habe mich gerade gefragt, wo der letzte hin ist, aber wir haben ihn wieder gefunden. Wir halten einfach mal hier vor. Könnte sein, dass wir ihn... Oh, ja, 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 ja. Okay, warte, ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder irgendwo reinfahre. Wir wenden hier mal ganz geschickt, wenn wir das irgendwie schaffen. Vielleicht treffen wir den von hier aus. Yep. Das war ein Treffer, wenn ich mal jemand gesehen habe. Das war nochmal ein Treffer. Das ist nochmal ein Treffer. Leider nein. Okay, gleich sollten wir ihn wieder abschießen können. Yeah, da ist er. So. Er fährt aber noch weiter nach vorne. Das heißt, wir schießen mal ein bisschen weiter nach... Oh, das war dumm. Oh, er schießt auf mich. No, bitte kill mich nicht. Er hat doch gar nichts mehr. Er ist fast down, ey. Kriegen wir den von hier aus vielleicht? Oh, er ist so low HP, ne? Aber ich habe Angst. Ich habe halt auch nur noch 5000. Okay, Alter. 13.000 Schaden, 48 Zieltreffer. Das Boot hat mir wirklich auch... Das Boot. Das Schiff hat mir wirklich auch gut gefallen. Also, mir gefallen Schiffe, die schnell nachladen können, eigentlich auch sehr gut. Und das war halt wirklich sehr gut manövrierfähig. Also, von dem her ging das eigentlich voll klar. Aber ich weiß gar nicht, welches von den beiden mir jetzt besser gefallen hat. Ich würde sogar sagen, das hat mir besser gefallen. Auch wegen den Torpedos, wegen den anderen Features, die man noch dazu hat. Müssen wir mal gucken. Also ich muss auf jeden Fall die anderen Schiffe auch noch ein bisschen ausprobieren. Aber ich würde an dieser Stelle sagen, das war's soweit von dem Video zu World of Warships. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Vergesst den Link in der Videobeschreibung nicht, wenn ihr euch das Spiel runterladen wollt. Genauso natürlich wie den Code einzulösen, wenn ihr das Ganze getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe natürlich, sehr hat es gefallen. Und ansonsten einen schönen Tag wünsche ich euch und bis dann. Tschüss.